So, Freunde, wir sind back. Kölle Karriere. Auf geht's gegen Freiburg in Freiburg. Spieltag 18. Auf geht's mit dem neuen Team. Wir haben ja frischen Wind hier geholt. Salifu fürs ZDM. Hinten rechts diesen Benatia. Betaya. Und ja, das war's jetzt schon. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe Klünter Vertrag gegeben, dass er jedes Spiel spielt. Ey, ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben, irgendwie schon wieder hier. Letzte Folge zu viele Transfers irgendwie. Also, zu viele Spieler verkauft und gekauft. Ich habe einfach schon wieder vergessen, dass wir Klünter geholt haben. Ey, das ist ja jetzt richtig belastend. Schon wieder vergessen, dass ich den geholt habe. Ich war so überzeugt von diesem Binata, dass ich Klünter einfach schon wieder vergessen habe. Wobei, so überzeugt war ich ja gar nicht. Seine 58 Defense haben mich absolut schockiert. Ich dachte, wir haben jetzt hier absolutes Top-Talent. Top-Rechtsverteidiger. Und dann kommt er mir da mit 68 Defense an. Aber der hat halt Tempo, ne? Ich stehe auf Tempo. Naja, wir müssen jetzt irgendwie diesen Salivu noch pushen, weil da sieht's auch kritisch aus. Oder wir sind ja schon an Dorsch dran. Aber ich dachte, ich habe hier von Bremen Top-Talent gekauft. 19-jähriges Top-Talent und seine Werte sind ja komplett alles andere als Top-Talent. Und hier kracht's dann auch direkt wieder. Komm schon, übers wichtig. Nee. Oh. Ist so schlecht gemacht. Ist so schlecht mit diesen 200 km/h Schüssen. Was soll das hier, ey? Da mache ich mich direkt unsympathisch hier bei den neu gekauften Spielern. Denken auch, wo bin ich denn hier hingewechselt? Ja, gefällt mir absolut dieser Benati. Absolut Tempo, der Typ. Ich werde übrigens versuchen, irgendwie Ronaldo so zu halten, dass er bei uns die Karriere beendet. Das würde ich auf jeden Fall extrem fühlen. So Ronaldo so irgendwie mit 40 oder vielleicht sogar Ende nächste Saison schon. Kommt er da so an? Ich möchte gerne meine Karriere bei euch beenden. Ey, das wäre so geil, wirklich. Horn würde ich auch gerne. Klar, das werden wir wahrscheinlich in der Zeit nicht hinbekommen. Wie gesagt, ich habe ja erst letztens gesehen, dass er erst 29 ist. Ich dachte, er ist schon über 30 oder so. Aber es wäre auch heftig, falls er irgendwie frühzeitig beendet. Wäre auch geil, wenn Horn irgendwie bei uns auch beendet. Und Hector natürlich. Die drei wären geil, wenn die bei uns Karriere beenden würden. Es kracht einfach unnormal. Aber ich will nicht sagen, warum es kracht, aber ich muss es sagen. Wegen den 200 km/h Schüssen. Danke, EA. Ich weiß nicht, was das soll. Dass sie so eine Scheiße hier irgendwie ins Game macht, dass die einfach 200 km/h schießen. Danke für nichts wirklich. Auch in Ultimate Team fucken mich diese Scheißschüsse ab, dieses. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich das irgendwie noch nie selber richtig gemacht habe. Wirklich irgendwie L1, R1, fix scheiße. Gedrückt halten, dann schießen drücken und dann hat er irgendwie einen Boost und ist unhaltbar. Was soll das, EA? Was soll das wirklich? Also da werde ich richtig sauer, weil mich das. Digga, ich packe es einfach nicht. Warum macht man sowas ins Spiel? Hallo? Wer hat euch ins Gehirn geschissen? Dass ihr irgendwie so einen extra Boost macht, wenn man L1, R1 drückt, dass der 200 km/h schießt. Was soll das? Hallo? Welcher Praktikant hat das entwickelt? Und welcher Praktikantenchef hat das durchgehen lassen? Wollen die mich verarschen eigentlich?
Digga, das ist doch kein FIFA mehr. Irgendwelche, FIFA Street, da weiß ich noch. Da war das ja geil. Irgendwie so Fähigkeit aufladen und dann Wamm und haltbarer Finisher oder so. Aber Junge, was soll das? Was soll das hier? Pack ich gar nicht, den Scheiß. Den Scheiß. Triggert mich so aus der Hölle, dass ich hier schon wieder 4 Tore kassiert habe. Und schon wieder nichts läuft. Am liebsten würde ich jetzt hier zurück zur Simulation zum Ergebnis. Das mache ich jetzt auch. Ist mir scheißegal, zum Ergebnis springen. 6-2, ja, genau. Digga, pack ich nicht mehr. Pack ich nicht mehr. Da chill ich jetzt lieber im Menü, mach Transfers und so. Nee. Ist mir wirklich zu blöd. Mangelantrag, ey, wirklich, ich liebe dich, aber was disst du mich so die ganze Zeit? Was soll das? Hallo? Digga, trigger ich ihn jetzt mal. Bist du ein Besserwisser oder was? Also schau mal hin. Ich habe hier absolut stabile Transfers getätigt. Bin an Dorsch dran. Was beschwerst du dich? Was beschwerst du dich? Gut Geld reingeholt, jetzt bin ich an neuen Spielern dran. Was fuckst du mich so ab, ey? Und das ist jetzt wieder natürlich nur Ingame, falls wieder einer vorher wieder einer rumheult. Ist Ingame. Ich liebe Hector, hallo. Ist nur Ingame. Ablehnen. Jovicic. Scout, ey, ich liebe das gerade, ich liebe das gerade. Nee. Viel geiler als selber zocken gerade hier. Eine schöne Menüarbeit. Alexis Sanchez, alter Digga, was hat der für ein krankes Potenzial? Nee, und. Nee. Übereinkunft mit Dorsch. Hä? Was für 26 Millionen? Hallo? Hä? Ich habe 15 geboten oder was für 26? Ja, Digga, dann bleibe ich doch bei diesem Salifu. Wo bin ich denn hier? Hector, nö. Wolves, ey, nö. Cool, dass ihr einen Top-Spieler haben wollt, aber nee. Was ich aber mal machen wollte, ist gucken. Obwohl, einen brauchen wir nicht. Nee, nee, nee. Vergessen wir, ich sag euch auch nicht, was ich vorhatte. Gut, dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal gegen Leipzig und nächstes Mal spielen wir auch richtig. Weil, ja, gegen die sehe ich wieder eine Chance, weil die weiter oben mitspielen. Genau. Ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt schon wieder gegen die müssen. Die haben wir doch gefühlt erst am vorletzten Spieltag oder so gehabt, oder? Ist das dann von neu? War das nicht früher so, dass man, wenn man am ersten Spieltag gegen Bremen, dass man dann in der Rückrunde auch wieder zum Beispiel gegen Bremen muss? Irgendwie ist das jetzt so. Letztes Mal mussten wir doch gefühlt am letzten Spieltag gegen Freiburg und dann jetzt wieder gegen Freiburg. Und die ist irgendwie gedreht. I don't know, wir brauchen auf jeden Fall Sieg. Wir haben 7 Punkte aus 18 Spielen. Wen wollen die eigentlich flachsen? Bis zum nächsten Mal und tschüss.